Während der Hypnose, die gleich beginnen wird, wirst du in einen ruhigen Zustand versetzt werden, der für dich sehr entspannend und angenehm ist. Bitte fahre kein Fahrzeug oder bediene keine Maschinen während der Hypnose. Sei dir bitte bewusst, dass eine Hypnose sehr beruhigend und entspannend sein kann, sodass du vielleicht einschläfst. Hypnose ist ein Zustand, der wellenförmig verläuft und nicht linear. Das heißt, manchmal ist die Hypnose etwas flacher und dann wieder tiefer und wieder flacher. Nach und nach kommt man also in einer Hypnose immer tiefer in den Trancezustand hinein. Vielleicht fragst du dich noch, wie es sich anfühlt. So stellt sich bei den meisten Menschen eine Art Schwere in den Beinen und Füßen ein. Und nach wird der ganze Körper schwer und völlig entspannt. Und mit dem Körper entspannt sich dann auch der Geist. Du kannst aufrecht sitzen oder liegen, so wie es dir bequem ist. Und lege deine beiden Hände bitte bewusst nieder. Genieße und folge nun meiner Stimme. Du willst jetzt die Hypnose und das ist für dich in Ordnung. Gedanken sind Weisheit. Und Weisheit muss nur erkannt werden. Und so werde ich dich nun in die Hypnose hineinführen. Diese Hypnose ist ohne Rückführung. Das heißt, das Ziel dieser Hypnose ist es, dass du ganz ruhig und völlig entspannt einschläfst. Prüfe, ob du bequem liegst oder sitzt und nimm einen tiefen Atemzug. Und mit dem zweiten Ausatmen kannst du beginnen, dich zu entspannen. Halte die Luft für einen kurzen Augenblick an und schließe beim Ausatmen deine Augen. Lass all deine Gedanken aufsteigen, wie Luftblasen im Wasser, oder lege sie in eine Schublade. Du kannst sie dort später wieder abholen, nachdem unsere Sitzung beendet ist. Du kannst sie auch vorbeifliegen lassen, wie Wolken am Himmel. Tu es einfach so, wie es dir am besten erscheint. Deine Augenlider werden schwerer und schwerer. Deine Augenlider sind jetzt völlig entspannt. Solltest du verspannt sein, fühle noch einmal hinein, wo du in deinem Körper verspannt bist. Ich möchte, dass du dich jetzt nur auf meine Stimme und auf deine Atmung konzentrierst. Atme ein. Und atme aus. Und du spürst, wie du mit jedem Atemzug frische, neue Luft in deine Lungen strömen lässt. Und du damit immer mehr Ruhe und Ausgleich gewinnst. Atme.
Mit jedem Ausatmen all die Anspannung und Verspannung aus. Und mit jedem Einatmen siehst du Ruhe, Ausgeglichenheit und Gelassenheit an. Du kannst jetzt tief in die Versunkenheit gehen und alle Anspannungen, die du nicht brauchst, nach unten fließen lassen. Alle Anspannungen, die du jetzt nicht brauchst, fließt nach unten ab und mit jedem Ausatmen noch mehr. Weiter und tiefer. Alle Anspannung kann von oben über deine Beine nach unten abfließen und wird vom Boden wie einem Akku aufgenommen. Solltest du die Anspannung wieder brauchen, so kannst du sie dir jederzeit wiederholen. Mit jedem Ausatmen weiter und tiefer. Mit jedem Ausatmen kehrt mehr Frieden in dir ein. Alle Anspannungen fließen über deine Augenlider hinunter, in deine Wangen und deine Hände und Beine und von dort über die Füße in den Boden. Deine Augenlider werden noch schwerer. Deine Augenlider sind jetzt so schwer wie Vorhänge mit Bleigewichten. Wenn deine Augenlider jetzt so tief entspannt sind, dann können sie sich gar nicht öffnen, solange du die Entspannung beibehältst. Mit jedem Ausatmen mehr, tiefer und tiefer. Du kannst es versuchen, wie es ist, noch tiefer entspannt zu sein, indem du beim nächsten Einatmen noch einmal die Augen aufmachst, auch wenn es schwer fällt. Nimm die Entspannung von den Augenlidern und öffne beim nächsten Einatmen die Augen. Beim Ausatmen schließe deine Augenlider wieder tiefer und weiter. Entspannt tiefer einsinken und ganz unbeweglich wie im Schlaf. Alle Anspannung verlässt dich. Über die Arme, Hände, Beine und Füße. Und wird von der Erde aufgenommen wie einem Akku. Du bist tiefer und tiefer entspannt. Du kannst beginnen, die Unbeweglichkeit zu spüren. Wie schwer es wäre, aufzustehen. Nicht, weil du es nicht kannst, sondern weil du diese Unbeweglichkeit für dich in Anspruch nimmst, nichts zu tun. Die Erdanziehung zieht dich einfach an.
Gerne kannst du testen, ob die Muskulatur um deine Augen herum völlig entspannt ist. Du kannst dies testen, indem du die Augenbrauen nach oben ziehst und die Augen bleiben locker entspannt, leicht und geschlossen. Mit jedem Test gehst du noch tiefer in die Gelassenheit. Wunderbar, so ist es gut. Du kannst jetzt diese herrliche Entspannung auf deinen ganzen Körper ausbreiten lassen. Diese Entspannung vom Kopf über die Schultern, die Arme, die Hände, über deinen Oberkörper, deinen Rücken, deinen Unterkörper, deine Oberschenkel, deine Knie, deine Unterschenkel, deine Füße bis in deine Zehenspitzen ausbreiten lassen. Spüre es. Es ist wie eine wunderbar warme und angenehme Welle der Entspannung, die über deinen Körper fährt. Und es tut so wunderbar gut. Du kannst diese Entspannung gleich noch mehr vergrößern. Gleich werde ich dich bitten, deine Augen noch einmal zu öffnen und mit dem nächsten Ausatmen wieder zu verschließen. Und wenn du die Augen ein weiteres Mal geschlossen hast, dann kannst du dich noch mehr entspannen. Und dies ist ein Zeichen, dass du noch viel tiefer in die Entspannung gehen kannst. Öffne deine Augen jetzt noch einmal und schließe sie mit dem nächsten Ausatmen und geh noch mehr in die tiefe Entspannung. Einfach fallen lassen, lass dich fallen. Wunderbar. Wie ein Fisch, der in einem See immer tiefer und tiefer hinabschwimmt, so kommst auch du nun immer tiefer und tiefer in den Ausgleich. Und wie der Fisch langsam immer tiefer in die Dunkelheit kommt, so kommst auch du immer mehr in die Gelassenheit und in den wunderbaren Ausgleich. Und so wie der Fisch auf dem tiefen Grund ganz sanft und langsam seinen ruhigen Platz findet, so findest auch du in die tiefe Versunkenheit und Ruhe. Nun hast du all die körperliche Entspannung, die du brauchst. Ich möchte, dass du weißt, dass es zwei Arten von Entspannung gibt. Du kannst körperlich entspannen und du kannst dich geistig entspannen. Wenn dein Unbewusstes nun bereit ist, deine geistige Entspannung für sich zu nutzen, dann wirst du dich so schwer anfühlen,
dass du tatsächlich das Gefühl hast, dass du nicht aufstehen kannst, weil du es nicht willst. Nun hast du schon bewiesen, dass du körperlich entspannen kannst. Und ich werde dir jetzt erklären, wie du dich geistig entspannen kannst. Ich werde gleich von 100 rückwärts zählen. Und mit jeder Zahl verdoppelst du deine geistige Entspannung. Wenn ich so auf diese Art und Weise zähle, dann bitte ich dich, die Zahl mitzumurmeln oder sie dir zu denken. Wenn du mir nicht lange folgen kannst, dann ist dies ganz normal. Und du bist tief in der Trance. Erlebe und fühle, wie gut es dir tut, dich geistig völlig zu entspannen. Bitte murmle leise die erste Zahl mit mir. Oder denke sie dir, solange du mir folgen kannst oder willst. 100. Und die nächste Zahl, die abwärts käme. Murmel oder denke sie. Und du kannst schon jetzt alle Zahlen, die nach 96 kämen, einfach verschwinden lassen. Einfach Platz machen lassen. Kleiner werden lassen oder sich auflösen lassen. 99. 99. Und noch tiefer und noch weiter entspannen. 98. Alle Zahlen, die nach 96 kämen, können nun runterputzeln oder wegfliegen. Die nächste Zahl noch tiefer entspannt, noch weiter einsinken. 97. Alle Zahlen, die nach 96 kämen, sind jetzt schon verschwunden. 96. Du bist ganz im Vertrauen. Und wunderbar ruhig. Deine Atmung ist ausgeglichen und dein Herzschlag harmonisch. Immer wenn du meine Stimme hörst, gehst du immer tiefer und tiefer in den Zustand des absoluten Loslassens. Die Muskulatur deiner Beine ist locker und sie lässt immer weiter los. Sollten deine Füße zur Seite wegkippen, so ist das ganz normal und du bist tief in der Trance. Du spürst, wie dein Kopf und deine Gedanken immer mehr loslassen. Und Gedanken fliegen einfach vorbei. Du sinkst immer tiefer und tiefer. Wunderbares Sein. Wunderbare Entspannung.
So kannst du nun eine wunderschöne Traumgeschichte erleben. Komm einfach mit und vertrau dich an. Vor dir liegt ein wunderschöner Wald. Nebel steigt aus den Spitzen der Bäume auf. Dieser Wald ist voller Wunder und zauberhafter Geschichten. Du tauchst nun ein in diesen Zauberwald. Immer mehr erkennst du einen Weg, der zwischen den Bäumen in den Wald führt. Wunderbar berührt und ganz ruhig gehst du den Weg entlang. Ein schmaler Bach liegt genau neben dem Weg und du kannst das leise Flüstern des Baches hören. Und dieses Flüstern wird die Geschichte begleiten. Es ist wie eine zauberhafte Stimme, die dich begleitet und dich in deinem Ausgleich und deiner Gelassenheit folgt. Das Flüstern des Baches hat keinen Anspruch. Es gibt kein Entstehen, kein Wollen, kein Müssen. Einfach nur dem Weg folgen und sich dem Flüstern des Baches anvertrauen. So kommst du an den ersten Bäumen vorbei. Du erkennst die Lichtstrahlen, die zwischen den Bäumen von der Sonne kommend den Boden erhellen. Ein sanfter Nebel zieht über die mit Moos bewachsenen Flächen hinweg. Du bist ganz im Vertrauen und vollkommen im Ausgleich. So gehst du den Weg weiter und das Grün der Nadelbäume umschließt dich. Der Weg führt wunderbar hell in den Wald hinein. Der Untergrund des Weges ist sandig und eben. Es ist ganz leicht, dem Bach auf diesem Weg zu folgen. So erkennst du, dass der Weg in der Ferne und in eine Lichtung übergeht. Mit jedem Schritt kommst du dem offenen Platz näher und du erkennst einen wunderschönen Teich. Er ist umrandet mit Laubbäumen, die in den unterschiedlichsten Farben leuchten. Wie du den ganzen Teich überblicken kannst, bleibst du stehen und genießt den Blick auf den Teich und den leichten Nebel, der über ihm aufsteigt. Die Lichtstrahlen fallen durch die Bäume und es ist eine so romantische Atmosphäre, die du hier erleben darfst. Deine Gedanken sind frei und es entwickeln sich Gefühle von Harmonie
Glück und Freude in dir. Spüre es. So stehst du immer noch auf dem Weg und blickst auf den Teich. Und mit einem Male bewegt sich einer der Laubbäume. Die Blätter wackeln auf eine Weise, wie sie es tun, wenn sie bewegt werden. Und dann erkennst du einen weißen Kopf, der durch die Blätter kommt. Und dann kommt auch schon der ganze Körper eines weißen Einhorns durch die Bäume. Das Einhorn ist so anmutig und mit jedem Schritt so elegant. Dein Blick fällt auf den Rücken des Tieres und du kannst einen Papagei erkennen. Ja, da sitzt ein Papagei auf dem Rücken des Einhorns. Als das Einhorn am Wasser angekommen ist, blickt es sich um. Und es blickt auch eine Zeit lang auf den Papagei. Niemand ist erschrocken, dich zu sehen. Denn du bist voller Vertrauen und so bringen dir auch alle Tiere in diesem Zauberwald ihr Vertrauen entgegen. Wunderbares Sein in Erfüllung, so darfst du diesen Augenblick erleben. Du beobachtest das Einhorn. Es beginnt zu trinken. Nachdem das Einhorn wohl mit dem Trinken fertig ist, hebt es wieder seinen Kopf und blickt in deine Richtung. Der Papagei nutzt die Zeit und fliegt hinab an das Wasser. Er lässt seinen Schnabel in das Wasser gleiten und auch er nimmt Wasser auf. Es ist lustig, wie er immer wieder trinkt und doch etwas unruhig am Boden immer ein paar Schritte in die eine Richtung läuft. Und dann wieder in die andere Richtung. Als er genug Wasser getrunken hat, fliegt er wieder kurz auf und landet auf dem Rücken des Einhorns. Das Einhorn blickt noch immer in deine Richtung und beginnt vom Rand des Teichs etwas wegzutraben. Es verschwindet hinter Büschen und Sträuchern und kommt so auf deinen Weg. Das Einhorn läuft in deine Richtung. Der Papagei versucht, auf dem Rücken, hinter dem Kopf des Einhorns etwas zu sehen. Und so kann man seinen Kopf immer wieder hinter dem Hals des Einhorns erkennen. Ganz ruhig und herrlich gelassen kommt das Einhorn auf dich zu. Kein Gedanke kommt in dir auf. Du bist vollkommen im Vertrauen. Etwas vor dir hält das Einhorn an und nickt etwas mit dem Kopf.
Du gehst auf die Seite und willst das Einhorn vorbeilaufen lassen. Noch das Einhorn kommt näher und bleibt auf deiner Höhe stehen. Es legt den Kopf etwas schief und als ob es überlegen müsste. So kommt es mit seinem Kopf direkt vor dich. Du beginnst vorsichtig die Hände auszustrecken und berührst ganz sanft die Seiten seines Kopfes. Ganz sanft streichelst du sein Fell und es ist wunderbar weich und so voller Energie. Mit jedem Male, die du wieder ansetzt mit deiner Hand und über das Fell streichst, wird es immer mehr und immer wunderbar leichter um dein Herz. Eine ausgleichende Energie durchströmt dich immer mehr. Ganz sanft fährt sie von den Händen über die Arme und Schultern in deinen Rücken, deine Brust, deinen Bauch, deinen Unterkörper, dein Gesäß, deine Beine und Füße bis in die kleinsten Zehenspitzen. Die wunderbar ausgleichende Energie strömt auch in deinen Hals und von dort in deinen Kopf. Alles wird immer mehr leicht und glücklich. Spüre, wie die zauberhaft leichte Energie des Einhorns alle Anspannungen und Verspannungen in dir löst und Glücklichkeit und Liebe durch dich strömt. Du blickst auf das Horn des Einhorns und in dir kommt der Wunsch auf, es einmal zu berühren. So zeigst du mit deiner Hand auf das Horn und näherst langsam deine Hand dem Horn. Da bewegt das Einhorn das Horn etwas weg und läuft an dir vorbei. Der Papagei wartet schon so sehr auf dich und will dich erfahren. Er dreht immer wieder seinen Kopf und blickt dich mit einem Auge an. Dann beginnt er zu sprechen über die Gedanken. Du kannst uns retten. Du blickst den Papagei genauer an. Sein Gefieder ist wunderschön bunt. Du bewegst deine Hand zu seinem Kopf und er legt seinen Kopf ganz sanft in deine Hand. Er vertraut dir vollkommen. So spürst du auch seine Energie. Es ist eine Energie der Weisheit und des vollkommenen Ausgleichs. Spüre, wie diese Energie des vollkommenen Ausgleichs durch dein Sein zieht. So beginnt der Papagei wieder
über die Gedanken mit dir zu sprechen. Du bist hier, um uns zu einen, damit du verstehst, was passiert ist und warum wir so unterschiedlich sind, will ich dir eine Geschichte erzählen, die mir und dem Einhorn widerfahren ist. So begab es sich vor langer Zeit, dass wir beide Einhörner waren. Wir hatten jeden Tag unseren Spaß. Und dieser Wald ist unsere Heimat. Es gibt hier so viele energetische Plätze und so viele zauberhafte Wesen. Wir waren unbekümmert und zogen durch den ganzen Wald. Die Tiere hatten uns erzählt, dass es auch dunkle Wesen geben soll. Aber wir hatten in unserem Leben noch kein einziges gesehen und waren keinen begegnet. Wir waren unbekümmert und frei. So kamen wir auch an einem Morgen an einem Bachlauf an. An dem Bach stand eine Mühle mit einem Wasserrad. Noch konnte man niemanden erkennen. Wir waren neugierig und so kamen wir der Mühle näher. Wir beide gingen durch das große Tor und weiter bis zu dem Wasserrad. Das Wasserrad war für uns so magisch und es war, als würde es durch das Plätschern eine Melodie summen, die uns zauberhaft anzog. Wir betrachteten das Wasserrad und die Zeit verging. Nach einer Weile, und wir hatten die Zeit wirklich vergessen, kam ein altes Mütterchen aus der Mühle und begann sogleich zu sprechen. Einhörner, wunderschön. Ich wollte schon immer eins sehen. So kam das alte Mütterchen auf uns zu. Wir waren erschrocken. Und so wichen wir zurück. Wir sind nicht gewalttätig oder schüchtern, nur mit so viel Aufmerksamkeit wussten wir nicht umzugehen. So liefen wir langsam zurück zu dem Tor. Was wir nicht beachtet hatten, und es fiel uns erst jetzt auf, war, dass das Tor mittlerweile geschlossen war. Das ganze Grundstück war umzogen mit einem hohen Zaun, den wir nicht wahrgenommen hatten. War die Stimme der älteren Dame am Anfang noch ausgeglichen gewesen, so war sie jetzt schon etwas schroffer und aufdringlicher. Auch war diese Melodie des Wasserrades nicht mehr zu hören. Sie sagte, sie wolle unser Einhorn berühren, so wie du es gerade berühren wolltest. In diesem Horn ist eine ganz besondere Energie, die wir nicht einfach so verschenken können. Ist unser Herz berührt? Ist unser Vertrauen grenzenlos? Und wissen wir um die Reinheit des Herzens dessen, der es berühren möchte? Dann können wir es zulassen. Aber so waren wir nicht bereit dazu. Wir stiegen auf und zeigten, dass wir stark sind.
Die ältere Dame wurde groß und größer. Sie überragte langsam die Mühle. Und wir merkten schon bald, dass wir es mit einer Magie zu tun hatten, die viel größer und mächtiger war als unsere Energien. So wurden wir ruhig und wehrten uns nicht mehr. Die alte Dame nahm eine Wurzel aus ihrer Tasche und mit dieser Wurzel zeigte sie auf mich, der ich heute ein Papagei bin. Sie sprach ein paar unverständliche Worte und so wurde ich zu einem Papagei. Mein Einhorn fiel nieder und ich flog auf. Das Tor öffnete sich und wir flohen aus dem Garten. Nun versuchen wir schon seit Jahrhunderten diesen Garten wieder zu finden. Was wir mittlerweile wissen, fährt der Papagei fort, ist, dass keiner im Wald ein zweites Mal zu dieser Mühle gekommen ist. Jeder hat sie nur einmal gesehen. Wir glauben, dass die Mühle einen Zauber hat, der jedes Tier und jedes Wesen einmal mit der zauberhaft magischen Melodie des Wasserrades anzieht. Und die alte Dame sieht, ob es interessant ist, etwas von dir zu bekommen. Ist es der Fall, dann nimmt sie dir weg, was ihr beliebt. Ist es aber nicht interessant, dann lässt sie dich wieder gehen. So sprach der Papagei über Gedanken weiter. Wir möchten dich bitten, bevor du weitergehst, könntest du uns bitte helfen? Ich möchte wieder das Einhorn haben und so wieder in ein Einhorn verwandelt werden. Der Papagei sieht dich mit seinen neugierigen Augen an und wartet auf deine Antwort. Du nickst ganz sanft. Und das Einhorn schnaubt vor Erleichterung. Der Papagei fängt wieder an, mit dir über Gedanken zu sprechen. Bitte versuche, wenn du die ältere Dame triffst, das Einhorn zu bekommen. Wir wissen nicht, wen wir sonst fragen könnten. Du streichelst noch einmal ganz sanft über den Kopf des Papagei und dann auch über das Fell des Einhorns. Die wunderbare Energie durchströmt dein Sein. So gehst du nun weiter auf dem Weg. Und wieder zwischen den Bäumen hindurch. Du blickst noch einmal zurück und siehst, wie sie beide dir sehnsüchtig nachsehen. Du bist entschlossen und innerlich ganz in der Ruhe, denn du weißt, du kannst das Einhorn zurückholen. So läufst du auf dem Weg an den uralten Nadelbäumen vorbei. Nach einer Weile kommst du auf eine große Lichtung. Die Sonne scheint wärmend auf dich und erfüllt dich mit Liebe und Harmonie.
Auf der Wiese sitzt ein Hase und frisst Gras. Er lässt sich nicht stören. Auch als du ganz nahe an ihm vorbeiläufst, gerne möchtest du ihn streicheln, doch er würdigt dich keines Blickes und so lässt du ihn weiter fressen. Es geht nun wieder hinein in den Wald, der Nebel am Boden ist nun weg. Der Boden ist nun trockener und nur noch mit Heidekraut bewachsen. So führt der Weg immer weiter in den Wald hinein. Du vertraust dem Weg und bist ganz fest im Glauben, dass du Gutes tust und das Einhorn zurückholen kannst. Nun vernimmst du ganz leise hinter dem Rauschen des Baches eine Melodie. Es muss wohl die Melodie des Wasserrades sein. Du gehst weiter und weiter und auf einmal öffnet sich der Wald und du erkennst eine weite Landschaft mit großen Wiesen, durch die ein großer Bach läuft. Und wie von dem Papagei beschrieben, steht eine Mühle an diesem Bach. So gehst du einfach den Weg weiter und er führt direkt auf die Mühle zu. Immer intensiver spürst du die Melodie des Wasserrades. Es lässt dein Begehren und dein Besitzen wollen in dir entstehen. In dir wächst der Wunsch, an das Wasserrad zu kommen und dort etwas ganz Besonderes zu entdecken. Wie von dem Papagei beschrieben, kommst du zuerst an das Tor. Es ist golden und riesengroß. Zaun kannst du keinen erkennen. Die Mühle ist einfach ein altes Haus, das nach nichts Besonderem aussieht. Noch das große Wasserrad an seiner Seite erweckt in dir ein erfüllendes Gefühl, das dich magisch anzieht. So läufst du durch das Tor und hin zu dem Wasserrad. Spüre dieses wunderschöne Gefühl, wenn die kleinen Schaufeln des Wasserrades in das klare Wasser eintauchen und dann das Wasser mit hinaufnehmen. Oben angekommen, lassen die Schaufeln das Wasser fließen und so wird es angetrieben und versorgt auch noch einen kleinen Schacht mit Wasser. Du bist so erfüllt von diesem fließenden Tun. Dann hörst du, dass das alte Mütterchen aus dem Haus kommt und dich ruft. Sie begrüßt dich. Hallo! Na, wo kommst du denn her? In dir kommt kein Verlangen auf, dich zu erklären. Du weißt, dass du das Einhorn haben möchtest. Und so führst du nun eine List an, die es dir ermöglicht,
das Einhorn zu bekommen. Du antwortest, dass du hier auf deinem Weg in das Traumland entlang gekommen bist. Du hast eine besondere Kostbarkeit dabei. Und so musst du nun schnell weiter. So drehst du dich um zu gehen. Noch das alte Mütterchen ist interessiert, was es mit der Kostbarkeit auf sich hat. Du antwortest, dass du dies nicht sagen darfst, denn sonst würden viele Wesen unglücklich werden. So beginnt nun das alte Mütterchen eine List zu entwickeln, wie sie an die Information kommt. Sieh doch, ich bin alt und gebrechlich. Wem sollte ich denn schaden? Ich habe nicht mehr viel und bin glücklich, wenn ich nur ab und zu eine Geschichte erfahre, die mein Leben etwas beglückt. Du überlegst und gibst dir zur Antwort, dass es dir zwar nicht erlaubt ist, aber du würdest dir zur Freude doch erzählen, worum es ging. So erzählst du die Geschichte, dass dir der Edelstein aus dem Herzen des Regenbogens mitgegeben wurde. Dieser Edelstein kann die wunderschönsten Lichter und Gefühle erzeugen. Das ältere Mütterchen möchte den Stein gerne sehen. Du sagst, dies ist nicht möglich, denn dafür bräuchte es ein Zauberhorn eines Einhorns. Mit diesem habe man es in dein Herz gelegt, und es leuchtet aus dir heraus. Du fragst das Mütterchen, ob es das Leuchten nicht sehen könnte. Sie verneint. So verabschiedest du dich von dem Mütterchen und gehst langsam auf das Tor zu. Doch schneller, als du zum Tor kommen kannst, schließt sich das Tor. Du tust ganz erschrocken und blickst zurück zu dem alten Mütterchen. Warum schließt du das Tor? Du hast es doch schließen lassen, oder? Kurz war dir nicht bewusst, dass du dies hättest nicht wissen dürfen, dass das Tor durch das alte Mütterchen geschlossen werden kann. Doch sie merkte nichts in ihrer Gier und versucht dich zu überreden, zu ihr zu kommen. Vielleicht hast du Hunger und Durst. Kehre etwas ein und ruhe dich aus, bevor du weiter auf deinem Weg ins Traumland gehst. Zuerst lehnst du ab und zeigst, dass es dir nicht recht ist. Doch dann gehst du auf die Rast ein und setzt dich zu dem Mütterchen vor dem Haus auf die Bank. Sie brachte ein Brett voller köstlicher Dinge, wie Käse, Trauben, Äpfel und Tomaten. Du willst nichts von den Dingen des alten Mütterchens und sagst ihr, dass du bereits vor dem Eintreten auf diesen Hof Rast gemacht hast. So holt das Mütterchen mit einem Male das hervor, was du so unbedingt mitnehmen willst. Es legt das Horn des Einhorns auf einen kleinen Tisch. Du fragst, was dies ist und warum sie es bei dem Essen jetzt bräuchte. Sie antwortet, dies ist die Möglichkeit, wie auch ich einen kleinen Blick auf den Edelstein aus dem Herzen des Regenbogens werfen kann.
Sie gibt es frei zu, dass dies das Horn eines Einhorns ist. Mit erschrockenem Gesicht fragst du, woher sie das denn hätte. Sie drückt etwas herum und du weißt, dass sie sich die Geschichte erst ausdenken muss, um dich nicht zu erschrecken. Einst kam ein krankes Einhorn hierher und ich pflegte es, aber es wurde immer schwächer und so blieb am Schluss nur noch das Einhorn übrig. Du fragst, ob es gestorben wäre, und das kleine Mütterchen bejaht es. So streckst du deine Hand nach dem Einhorn aus und willst es berühren. Aber das kleine Mütterchen ist schneller als du und hat es zuerst in der Hand. Sie sagt, komisch, dass du das Einhorn nicht erkannt hast, da dir der Edelstein aus dem Herzen des Regenbogens doch mit so einem Einhorn eingesetzt wurde, oder? Schnell überlegst du dir eine passende Geschichte. Die Feen, die dies taten, erzählst du, schenkten mir einen Schlaf, während sie dies taten, um mich nicht in Unruhe zu versetzen. Und so habe ich nichts davon mitbekommen. Jedoch, nachdem sie dies getan hatten, habe ich immer, wenn ich in den Spiegel sehe, diese wunderschönen Farben, die ich auch sehen kann. Und ich spüre seitdem auch die besondere Liebe und diese Leuchtkraft des Regenbogens in mir. Es ist so freudvoll und so schön. Da wird das kleine Mütterchen plötzlich größer und größer. Und du tust so, als ob du nicht wüsstest, was jetzt passiert. Das Mütterchen sagt, komm her und gib mir nun den Edelstein aus dem Herzen des Regenbogens. Und da fängst du an zu lächeln und sagst, das kann nur ein Wesen, das ein reines Herz hat. So wurde es mir erzählt. Und so soll ich es weitergeben. Dies ist der besondere Schutz, den die Feen mir gaben. So stellst du dich direkt vor das große Mütterchen und blickst es unerschrocken an. Das große Mütterchen hat damit nicht gerechnet. Und sie war ohne Tendenz. So dauerte es etwas und sie wurde wieder kleiner und kleiner. Dann fing sie wieder an zu sprechen. Wäre es dann eine Möglichkeit, dass ich dir das Einhorn gebe? Du bist doch ein Wesen mit einem reinen Herzen. Und wenn du mir das Ansehen des Steines einmal ermöglichst, dann lasse ich dich auch ziehen. So tust du kurz so, als ob du überlegen würdest und stimmst dem Mütterchen zu. Aber dann lässt du mich gehen, sonst kommen die Feen und suchen mich ganz sicher. Das Mütterchen ist wieder ganz lieb und geht sofort auf deinen Wunsch ein. Ja, ich will es auch nur einen kleinen Moment ansehen. Du überlegst und tust, als hättest du etwas vergessen. Dann hält sich dein Gesicht auf und du sprichst. Ach ja, ich bräuchte das Einhorn kurz. Damit muss ich mein Herz berühren. Das alte Mütterchen überlegt kurz und holt aus ihrer Tasche wieder das Einhorn hervor.
Es überlegt kurz, ob es ihr schaden könnte. Dann gibt sie es dir. Du nimmst es ganz vorsichtig entgegen, das Einhorn. Eine wunderschön warme Energie durchflutet dein Sein. Und es gibt dir sofort Mut und Kraft. So weißt du nun ganz genau, was du tun darfst. Du tust so, als würdest du ausholen. Und dabei berührst du, wie aus Versehen, die Stirn des alten Mütterchens mit dem Einhorn. Ein wunderbarer Zauber entfaltet sich nun. Das Mütterchen und alles in der Umgebung wird in Regenbogenlicht getaucht. Die positive und liebevolle Energie des Einhorns entfaltet seine Wirkung. Die Schwingungen der Liebe durchfährt alles in der Umgebung. So strömt auch durch dich die Liebe und die Harmonie wie eine wunderbar tief ausgleichende Schwingung. Spüre es, wie die Liebe und die Harmonie durch dein ganzes Sein zieht. War das Mütterchen vorher eher dunkel und grau in der Kleidung und dem Aussehen, so kehrt nun auf einmal Farbe ein. Die Haare werden dunkel anstatt grau. Die Gesichtsfarbe wird rosiger. Die Kleidung wird bunt. Und so verändert sich immer mehr das Aussehen des alten Mütterchens zu einer Frau mittleren Alters. Sie ist wie von einem Fluch erlöst. So steht sie nun vor dir, fängt an zu lächeln und Tränen laufen ihr über die Backen. Dann fängt sie mit einer wunderschönen Stimme an zu sprechen. Danke. Danke, dass du mich erlöst hast. Mein Herz und mein Sein war gefangen in Gier, Habsucht und Neid. Nun durfte dieses aus meinem Herzen und aus meinem Sein weichen. Du hast mich erlöst. Dann fällt dir die Frau in die Arme und umarmt dich. Sie weint bitterlich vor Freude und vor Erlösung. Du hältst das Einhorn fest in den Händen. Und bist so glücklich in dir. Mit all deinem Mut bist du diesem riesigen Mütterchen gegenübergetreten und hast es geschafft, nicht nur das Einhorn zu bekommen, sondern auch das Mütterchen durch deine Unerschrockenheit und dein gutes Herz zu erlösen. Das Einhorn wirkt durch dich. Seine Energie tut so gut. Dann löst du dich aus der Umarmung und verabschiedest dich von der Frau. Du hast nun etwas zu erledigen, das auch Erlösung bringen wird.
Hinter der Frau siehst du nun ein kleines, schönes Häuschen. Und das Wasserrad ist verschwunden. Und zwei kleine Kinder spielen am Bachlauf. Ein sehr idyllischer Ort, der es jetzt sein kann. So läufst du zu dem Platz, an dem das Tor stand. Nun sind dort zwei uralte Eichen. Sie scheinen vor Dankbarkeit ihre Zweige vor dir zu verneigen. Du bist voller positiver Energie und läufst auf dem Weg zurück. So kommst du wieder an der Lichtung vorbei. Es sitzt immer noch der Hase auf der Wiese. Und über der Wiese schwebt eine kleine Fee. Der Hase kommt sofort zu dir herangehoppelt. Er berührt deine Füße und du streichelst ihn. Er lässt es gewähren und legt seinen Kopf in deine Hände. Ein wunderschönes Gefühl. Er vertraut dir voll und ganz. Das Einhorn berührt ihn etwas und sein Fell beginnt zu leuchten in den Farben des Regenbogens. Er glitzert und strahlt, der Hase, und er ist so glücklich und freudvoll, dass er Sprünge der Freude macht und in das Gras zurückhoppelt. Die kleine Fee setzt sich auf deine Schulter und begleitet jetzt deinen Weg. Du blickst sie kurz an und sie zeigt mit der Hand auf den Weg, den du gehen darfst. So läufst du zurück und kommst wieder an den Teich. Das Einhorn steht mit dem Papagei in der Nähe der Laubbäume. Und es kommt sofort, nachdem es dich erkannt hat. Nun wird sich erfüllen, was sein darf. Nun wird sich ergeben, was in den Möglichkeiten liegt. Nun darf, was die Liebe in einem reinen Herzen gewonnen hat, zurückkehren an den Ort des Seins in Liebe. So gehst du an dem Einhorn vorbei und hältst mit deinen beiden Händen das Einhorn vor den Papagei. Der Papagei läuft etwas an dem Einhorn vorbei und berührt mit seiner Stirn die Spitze des Einhorns. Ein wunderbarer Lichtschein entsteht. Du musst deine Augen etwas verschließen. Und als du sie wieder öffnest, stehen vor dir zwei Einhörner. Sie sind so glücklich. Und ihre beiden Hälse liegen aneinander, als würden sie sich umarmen. In Gedanken sprechen sie mit dir. Danke, dass du uns wieder vereint hast. Du bist ein wunderbares Wesen. Wir lieben dich und danken dir. So senden sie dir die Nachricht in Gedanken. Dann passiert etwas ganz Besonderes. Die beiden Einhörner drehen sich zu dir und berühren gleichzeitig mit ihren Einhörnern deine Stirn. Du bist auf einmal eingehüllt
ein Regenbogenlicht und es nimmt dich mit auf eine Reise. Du spürst die Zuneigung und die Liebe der Einhörner und sie verbinden sich in den Energien mit dir. So reitet ihr gemeinsam in den Sonnenuntergang hinein. Auf den Strahlen der Sonne geht es dahin. Es ist so wunderbar. Keine Grenze. Einfach sein. Wunderbares Sein immer mehr. So träume nun weiter deine Reise mit den Einhörnern. Über Meere, über Berge hinweg und hinaus in das Weltall. Sei frei und schlafe nun ganz ruhig und tief. Wunderbares Sein, wunderbare Ruhe. Liebe in allem.